Spielen sollen natürlich in erster Linie Spaß machen, aber es gibt auch eine andere Gattung von Spielen. Beim sogenannten Serious Gaming geht es zwar auch um den Spielspaß, aber vor allem auch darum, dass man beim Spielen etwas lernen kann. Noch spielt Sophie in der realen Welt. Ihre Physikaufgaben macht sie gleich hier draußen am Laptop, aber in der virtuellen Welt von Ludwig, einem sogenannten Serious Game. Ludwig, das ist dieser sympathische Forschungsroboter, der nach einem Crash auf der Erde gelandet ist und der nun, wie alle Helden, Abenteuer bestehen muss. Seine größte Herausforderung, die Natur, Feuer zum Beispiel. Schließlich sind erneuerbare Energien ein brandheißes Thema und Ludwig soll wieder flugtauglich werden. Aber ob ihm das gelingt, liegt allein am Geschick und Wissensdurst seiner Spieler. Das Wichtigste bei Ludwig war, dass ein Lernspiel entwickelt wird, das nicht auf den ersten Blick als solches erkennbar ist. Das heißt, der Schüler kann nicht das Spiel spielen und sehen, okay, aha, das funktioniert so wie das Mathematikspiel, das ich zu Hause immer spiele, das ist eher langweilig. Sondern er soll wirklich mithalten können mit aktuellen Computerspielen und mit der Lebenswelt auch mithalten können, in der sich die Schülerinnen befinden. Newton besucht die Ludwig-Erfinder und wirft einen Blick hinter die Kulissen. Also wir sind jetzt bei Ovos. Hallo. 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 Bist du der Erfinder von Ludwig eigentlich? Oh, Erfinder klingt wahnsinnig groß. Also das Konzept ist von mir und ich habe das jetzt 2 Jahre geleitet, aber erfunden wird Ludwig eigentlich von ganz vielen Leuten. Aber schaut einfach einmal rein. Ja, das sieht doch gleich nach Spaß aus. Hier sind Spezialisten am Werk, die Lernspiele so bauen, dass Physik als Spiel rüberkommt und trotzdem schlau macht. Als wir begonnen haben mit Ludwig vor 3 Jahren, war eigentlich Konsens, dass es kein Markt ist. Und wir waren da ein bisschen stur und wollten mit Ludwig so eine Art Gegenbeweis antreten. Wir glauben, einen Trend zu machen. Also man muss da auch immer so, wenn man in Österreich im Deutschsprachigen ist, ein bisschen auf den angloamerikanischen Raum schielen. Dort sind Serious Game, Lernspiele, Trainingsspiele schon ein viel, viel größerer Markt als bei uns. Also das kommt. Und Lernen ist ja etwas, was nicht auf Schule beschränkt ist. Also Weiterbildung ist eins der lebenslanges Lernen, sind ja Schlagwörter, die weit über die Schule hinausgehen und auch im unternehmerischen Kontext immer mehr Einzug finden. Das Reizvolle an diesem Spiel ist jedenfalls, dass Lernen einfach passiert. Denn Ludwig ist auch ein Film. Wie sich dann die Geschichte entwickelt, funktioniert ähnlich, wie es auch im Theater oder in der Literatur funktioniert. Der Spieler muss eben nicht nur physikalisches Wissen anhäufen, nach dem Motto sammeln und kombinieren, sondern Ludwig und sein Raumschiff sind richtige Filmcharaktere mit kleinen Eigenheiten. Das Raumschiff und der Roboter streiten immer recht viel miteinander und das Raumschiff sagt jetzt, ich will eigentlich gar nicht, du musst jetzt einsteigen in das Cockpit, aber der Ludwig will eigentlich gar nicht einsteigen. Also das Spiel lebt auch viel davon, dass die zwei einen Konflikt miteinander haben. Also eigentlich mögen sie sich ganz gerne, aber sie müssen nicht immer zanken, sondern jetzt steige ich ins Raumschiff ein. Also hier sehe ich eine Übersicht über den Roboter und seine Funktionen. Die sind am Anfang nur relativ wenige. Es werden dann mit dem Laufe des Spiels immer mehr Funktionen. Wir haben da drüben ein Bild, das die Grundstruktur der Geschichte zeigt. Und das kann ich gerne zeigen oder kurz erklären. Wir haben das einteilt in 3 Akte. Das heißt, im ersten Akt ist die Themenwelt Verbrennung. Das ist so eine Auenlandschaft, wo der Konflikt des, den Spieler erwarten wird. Das habe ich schon gespielt. In der zweiten und dritten Themenwelt, das ist die Wasser- und die Windwelt. Das ist sozusagen im zweiten Akt, wo es viel um Spannung und um Entspannung geht. Also wo sozusagen verschiedene Charaktere eingeführt werden und wo die Geschichte für den Roboter sich auch eröffnet, wo er sozusagen in der Geschichte direkt drinnen ist und seine Abenteuer durchlebt. Zum Beispiel das Abenteuer Fliegen. Da ist die Frage, warum das mit Heißluft geht. Man sieht es hier mal, wie der grundsätzlich funktioniert, dass eben heiße Luft, wie wird die produziert, wie kommt die im Ballon rein, warum richtet sich der auf und später dann auch, wieso fliegt der überhaupt. Also man kommt dann in Windströmungen und steigt und sinkt dadurch. Okay, also an dieser Stelle geht es jetzt darum, dass der Ludwig mit einem Ballon auf eine hohe Bergspitze fliegt. Also sein Ziel liegt da oben auf der Bergspitze und deswegen müssen wir jetzt den Ballon zusammenbauen. Das heißt, ich baue jetzt Teile ein, die ich schon aus anderen Welten mitgebracht habe, die alle benötigt werden, damit der Ballon überhaupt fliegen kann. Das ist ein Höhenmessgerät, dann ein Barograph, der den Luftdruck aufzeichnet. Der Luftdruck bestimmt, ob der Ballon steigt oder sinkt. Ich baue eine Ballonhülle an, die ich vorher in einer Schlucht gefunden oder geborgen habe. Und einen Brenner, den ich vorher zusammengebaut habe in einem Hangar. Also da geht es darum, dass man einfach das technische Gerät, den Ballonbrenner, zusammenbaut.
Und jetzt geht es darum, das Wissen über Verbrennung und Feuer anzuwenden, um den Ballon in Betrieb nehmen zu können. Und wie bewegt sich so ein Ballon, bevor man abfliegt? Wie bewegt sich so ein Ballon? Und in dem Fall sieht man die Windströmungen schon und man hört auch im Ton den Wind durch Windenergie. Und diese Windenergie kann man zum Beispiel auch nutzen. Der Roboter kann sich in den Wind stellen und ein Windrad ausfahren auf seinem Rücken. Das zeige ich ganz kurz vielleicht. Das wär so ein Gadget, wo der Roboter mit diesem Ding, mit diesem Windrad, Windenergie laden kann im Spiel. Und der Roboter steigt ein und macht sich auf den Weg zur Bergspitze. Ja, wir haben da sehr darauf geachtet, dass das Spiel als Spiel an sich funktioniert und auch gut ausschaut und man das auch mit Freude bedient, weil beim Game-Based Learning geht es ja darum, dass man selbst motiviert sich mit irgendwas auseinandersetzt und das tue ich natürlich lieber, wenn mir das gefällt, was ich da sehe und wenn ich mich gern mit der Spielfigur bewege, wenn das alles gut funktioniert, wenn ich mich mit den Charakteren identifizieren kann, wenn die Spielwelt ansprechend ist und detailliert, wenn es einfach an jeder Ecke was zu entdecken gibt, dann macht es einfach Spaß. Ich finde die Grafik sehr schön, also wie das dargestellt ist. Und geht das nur mit einem Programm oder ist da auch etwas dahinter? Also etwas Wissenschaftliches. Wenn du da her schaust, das, was der Computer, also wie der Computer diese Landschaft darstellt, das ist aufgeteilt in diese kleinen Dreiecke, die nennt man Polygone. Das kann man sich so vorstellen wie wenn du eine Couch hast und drüber ist ein Bezug und der Bezug wird aus irgendeinem Stoff genäht und so ist das drüber, also so tut man auch die Textur über die Objekte drüber. Also in Computerspielen baut man ja virtuelle Welten und wie beim Film sind das eigentlich nur Kulissen, die aus Sicht vom Spieler funktionieren müssen. Also wenn ich mir das Level dann nehme und ich fahre mal ein bisschen weiter raus in eine Perspektive, so wie man es im Spiel normalerweise nicht sehen würde, dann sieht man sofort, das ist eigentlich alles nur Fassade. Also es gibt dahinter, die Berge zum Beispiel sind einfach nur so ein Zylinder. Also wenn ich dann diese Levels baue, dann gibt es unterschiedliche Tools, die mir die Programme zur Verfügung stellen. Und bei dem ist es zum Beispiel recht klasse, da kann ich wirklich mit einem Pinsel hergehen und mir die Landschaft malen. Also nehme ich mir wieder meinen Stift, das Werkzeug, mit dem ich das Gelände malen kann, da sieht man schon diesen blauen Punkt. Und wenn ich dann hier drüber mal, ändert sich gleich die Landschaft. Als Spieledesigner hat man irgendwie die Macht, eine Welt zu erschaffen. Das ist schon recht cool. Aber keine Coolness ohne Pädagogik und ohne Fakten der Physik. Wir selber hatten es nicht am Anfang, das Wissen. Wir haben uns mit Experten zusammengesetzt. Das waren die Physikdidakten von der Universität Graz. Das Team rund um den Professor Matelitsch und die kennen den Lehrplan recht gut und die kennen sich auch sehr gut in Physik aus. Und das sind sie, die Köpfe hinter Ludwig. Sie haben nachgedacht, wie man das Wissen so vermittelt, dass es auch hängen bleibt. Wir haben damit begonnen, dass einmal die Themen, die im Lehrplan zum Thema Verbrennung zum Beispiel drinnen sind, aufgelistet worden sind. Und dann sind wir dran gegangen, das in ein Diagramm zu bringen, in eine Concept Map. Weil in der Physik ist es ja ganz besonders wichtig, auf Zusammenhänge einzugehen, wie Sachen zusammenwirken, gerade bei physikalischen Phänomenen und Prinzipien. Und das kann eine Concept Map recht gut darstellen. Und die ist gemeinsam mit den Physikdidakten entstanden und ist dann auch bis ins Spiel gekommen. Also die gibt es auch wirklich als Element im Spiel. Da kann ich da genauso gut in Wikipedia gehen und schauen, aha, Verbrennung, Heißluftballon. Was können Sie mehr als das, Internet? Wir haben uns schon sehr bemüht, die entsprechenden Begriffe, die für Jugendliche geeignet sind, in richtige Zusammenhänge zu bringen und sie auch in einer altersgerechten Sprache zu beschreiben. Also vielleicht darf ich noch zurückkommen auf diesen Knowledge Base. Nämlich das ist eine Form, die bisher in Schulbüchern in dieser nicht vorkommt. Und eine Kritik am Schulunterricht ist, dass Dinge gelernt werden, aber relativ in keiner Beziehung zueinander. Und in dieser Knowledge Base versuchen wir, Beziehungen zwischen diesen Dingen aufzubauen, und zwar im Laufe des Spiels. Kommt man einen Schritt weiter, kommt wieder ein Stein in diese Knowledge Base dazu. Und damit sollen auch die Schüler die Zusammenhänge besser sehen, als wenn sie das nur eins nach dem anderen erfahren.
Lesen macht schlau, aber das Wissen dieser Bibliothek funktioniert ebenso als Videospiel. Was ist die Psychologie dieses Spiels? Kann man das beschreiben? Ja, also das Spiel ist so konstruiert worden, dass im Prinzip intrinsische Motivation gefördert wird. Das heißt, es geht nicht darum, die Schülerinnen und Schüler durch externe Belohnungen und Bestrafungen zu verstärken, sondern wirklich, wie gesagt, das offene Lernprozess anzuregen. Und das ist momentan eines der Themen in der aktuellen Forschung im Bereich Medienpsychologie, dass man versucht, intrinsische Motivation zu steuern. Das heißt, dass man weggeht von klassischen Lehr- und Lernmethoden, weggeht von sequentiellen Lernstrukturen und hinnehmen zu diesem offenen Lernen. Weg mit dem Geodreieck und ab in die virtuelle Welt des Lernens ohne Klassenkameraden und ohne Lehrer? Also wir glauben, dass ein Spiel einen Lehrer oder ein Lehrbuch oder andere Methoden nicht ersetzen kann. Wir sehen es als ein zusätzliches Tool. Spielen ist eine zeitgemäße, also Computerspiele sind eine zeitgemäße Technologie und die Kinder verwenden das gerne. Und warum soll man es nicht auch im Unterricht sinnvoll einsetzen? Alles schön und gut, aber Sophie findet... Sie könnten die Ludwig ein bisschen schneller machen. Ich finde, da geht es ja langsam. Das ist doch jetzt wohl nicht ein Korb für Ludwig. Viele Kinder spielen Computer und spielen irgendwelche sinnlosen Spiele. Und das macht Spaß und man lernt dabei. Liebe Schüler, sagt euren Lehrern, dass es solche Spiele gibt. Und liebe Lehrer, sagt uns, falls ihr solche Spiele gerne im Unterricht einsetzen würdet, aber nicht könnt, warum? Danke fürs Zusehen.